iPhone-Killer, ein nahezu perfektes Smartphone oder sogar das beste Smartphone des Jahres? In den letzten Wochen gab es zahlreiche Reviews zum Honor Magic 6 Pro, die mit Superlativen nur so um sich geschmissen haben. Der Hype ist echt oder doch nicht? Es stimmt schon, das Honor Magic 6 Pro macht vieles gut und manches ganz hervorragend. Aber es hat in unserem Test auch so ein paar unerwartete Schwächen offenbart, auch bei der Kamera. Das Honor Magic 6 Pro hat in den letzten Wochen viele Schlagzeilen gemacht. Die meisten davon waren extrem positiv. Das Gerät wurde bei mehreren Gelegenheiten auf eine Stufe mit dem iPhone 15 Pro und dem Samsung Galaxy S24 Ultra gestellt. Und wir können das verstehen. Aber während Honor in einigen Bereichen wirklich den Boden mit Apple und Samsung aufwischt, hinkt es in anderen Disziplinen unserer Meinung nach doch noch hinterher. Und die Frage ist, was wiegt für euch jetzt schwerer? Worauf legt ihr wirklich Wert? Wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, was Honor mit dem Magic 6 Pro wirklich gut macht und wo sie sich ihre Schwächen leisten. Ein großer Pluspunkt, der immer wieder genannt wird, ist das Design. Und da stimmen wir zu. Das Honor Magic 6 Pro sieht toll aus und ist ein hervorragend verarbeitetes Smartphone. Es ist generell ein großes Gerät mit 6,8 Zoll AMOLED-Screen. Und entgegen dem Trend hat dieses Smartphone kein blockiges Design wie etwa die aktuellen iPhones und sogar weiterhin abgerundete Ecken. Das Honor Magic 6 Pro schmiegt sich verglichen mit einem iPhone 15 Pro Max ziemlich gut in die Hand, obwohl es nicht kleiner oder leichter ist. Und es ist mit 225 Gramm sogar ein bisschen schwerer. Und obwohl es schwerer und vom Display her sogar etwas größer ist, fühlt es sich kompakter und handschmeichelnder an als das Apple Flaggschiff. Auffällig sind der schlanke Aluminiumrahmen und die schicke Rückseite aus Kunstleder bei diesem Modell. Wobei Kunstleder am Ende nur eine fancy Umschreibung für Kunststoff ist. Aber haptisch sehr angenehmer Kunststoff. Es gibt das Gerät aber auch mit matt-schwarzer Glasrückseite, wenn euch das lieber ist. Das Kameramodul ist riesig, fügt sich aber relativ organisch in die Rückseite ein. Dabei hilft auch dieser Metallrahmen außenrum. Immerhin sitzt der dicke Kamerabuckel in der Mitte, sodass das Handy nicht kippelt, wenn ich es mit dem Rücken auf den Tisch lege. Rein optisch ist das Honor Magic 6 Pro also ein Gewinn. Klar, es ist am Ende immer Geschmackssache, was einem besser oder schlechter gefällt, aber man muss Honor einfach zugutehalten, dass sie ihre eigene Designsprache gefunden haben und sich damit klar von der Konkurrenz abgrenzen. Bei der Software sieht es aber ganz anders aus. Ein Vorwurf, den wir in den letzten Wochen öfter gehört haben, ist, Honor orientiert sich zu stark an Apple. Das Magic 6 Pro hat viel zu wenig Eigenständigkeit und wirkt so, als hätte man an ganz vielen Stellen versucht, einfach das iPhone zu kopieren. Und es stimmt, wenn man sich die Software anschaut. Da wirkt das Honor Magic 6 Pro an vielen Stellen so, als wäre es ganz stark von Apple inspiriert. Und das fängt an bei so kleinen Dingen wie dem Icon-Design. Die App-Icons sind hier nicht rund wie bei Googles Stock Android oder halbrund wie bei Samsungs One UI, sondern eckig mit abgerundeten Ecken, wie bei iOS. Oder das Menü für die Schnelleinstellungen. Das sieht aus wie bei iOS und es öffnet sich nur, wenn ihr vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten wischt. Genau wie bei iOS. Wischt ihr von links oben, seht ihr hingegen eure Benachrichtigung. Wie bei iOS. Und ja, auch das ganze Look and Feel der Software-Oberfläche Magic OS 8.0 ist ziemlich offensichtlich an iOS angelehnt. Zum Beispiel auch beim Always-On-Display, das genau wie bei Apple funktioniert und euch euer eigentliches Hintergrundbild noch schemenhaft anzeigt. Sehr offensichtlich werden die Parallelen dann bei der Magic Capsule. Genau. Aber ja. Im Prinzip kopiert der Hersteller die Dynamic Island von Apple, wo ihr dann Musikwiedergabe, Timer, Sprachrekorder und viele andere Sachen angezeigt bekommt und steuern könnt. Netter Nebeneffekt, in dieser kleinen Aussparung hier sitzt wie beim iPhone neben der Frontkamera auch eine 3D-Kamera zur 3D-Gesichtserkennung. Das haben wir, abseits von Apple, zuletzt bei Huawei gesehen. Generell kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob dieses offensichtliche Abkupfern der Software-Designsprache bei Apple jetzt gut oder schlecht ist. Neu ist es jedenfalls nicht. Gerade chinesische Hersteller setzen bei ihren Software-Oberflächen oft auf so eine Art Mischform zwischen klassischem Android und iOS und speziell Huawei, also der einzige Mutterkonzern von Honor, war da auch ganz vorn mit dabei.
Macht's das besser oder schlechter? Schwer zu beantworten. Es ist auf jeden Fall auffällig und ein bisschen schade, tut der Qualität des Handys aber am Ende keinen Abbruch. Aber was mit mehr Eigenständigkeit möglich wäre, zeigt Honor dann an ein paar anderen Stellen. Denn sie haben ein paar KI-Features selbst in die Software integriert. Am besten gefällt uns davon die Funktion Magic Portal, mit der man markierte Inhalte einfach durch Antippen ausschneiden und dann am Seitenrand in eine neue App exportieren kann. Ähnliche Funktionen gibt es in ähnlicher Form auch anderswo schon. Die große KI-Offensive, die Honor ja auch angekündigt hat, lässt in Europa zum Zeitpunkt, da wir dieses Video hier aufnehmen, noch auf sich warten. Auch das auf dem MWC vorgestellte Eye-Tracking-Feature, mit dem man die Magic Capsule bedienen kann, ist noch nicht verfügbar. Und naja, ankündigen kann man vieles. Verglichen mit Samsung und Google ist das, was Honor an KI-Features bietet, aktuell kaum der Rede wert. Und klar ist da die Frage, wie hoch man diese Features für sich selbst überhaupt hängt. Aber es gehört eben zum Zeitpunkt dieses Videos zur Wahrheit. Was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass wir uns über ein Like für dieses Video und ein Abo für den Kanal sehr freuen würden. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr über neue Videos sofort informiert werdet. Bei der Hardware zeigt Honor der Konkurrenz gleich an mehreren Stellen, wo der Hammer hängt. Eine dieser Stellen ist das Display. 6,8 Zoll AMOLED 2800x1082 Pixel, 120 Hertz. Es ist anders als bei aktuellen Flaggschiffen von Apple, Samsung und Google curved. Und es ist verdammt hell. 1600 Nits normalerweise und bis zu 5000 Nits maximal bei HDR-Inhalten in grellem Sonnenlicht. Und ja, das ist einfach verdammt hell und verdammt gut. Die zweite Besonderheit ist dann gleich der verbaute Akku. Der ist mit 5600 mAh wirklich groß und damit rund 25% größer als beim iPhone 15 Pro Max. Merkt man das? Oh ja. 2 Tage Nutzung, auch wenn ihr ordentlich was mit dem Gerät macht, beziehungsweise 8 bis 9 Stunden Display-on-Zeit, sind hier nicht unrealistisch. Zur reinen Größe des Akkus kommt nämlich noch die Tatsache, dass das Honor Magic 6 Pro ziemlich effizient ist. Honor verbaut mit dem E1 einen Extra-Chip nur für das Batteriemanagement, der dafür sorgen soll, dass die Laufzeit optimiert wird. Außerdem ist auch die Akkutechnologie selbst moderner als bei den meisten anderen Smartphones. Im Magic 6 Pro steckt eine sogenannte Silizium-Kohlenstoff-Batterie. Die sorgt einmal dafür, dass der Akku auch bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad noch effizient funktioniert und dass die Restspannung konstant bleibt, wenn der Akku stark entladen ist. Das Aufladen selbst geht auch viel, viel schneller als bei Samsung, Apple oder Google. Und zwar mit bis zu 80 Watt per Kabel oder mit bis zu 66 Watt wireless. Der einzig große Wermutstropfen ist, dass auch Honor im Jahre 2024 kein Netzteil mehr beilegt und ihr diese hohen Ladegeschwindigkeiten auch nur kriegt, wenn ihr Originalnetzteile oder Wireless Charger von Honor extra kauft. Und was das Ladetempo angeht, sind zum Beispiel Motorola, OnePlus oder Xiaomi auch nochmal eine Spur besser. Ansonsten bekommt ihr an verbauter Hardware, was ihr von einem 2024er Flaggschiff erwarten dürft. Zum Beispiel den Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3. Einen hammermäßig starken Prozessor und dazu satte 12 GB RAM und wunderbare 512 GB Datenspeicher. So sieht eine echte Flaggschiff-Ausstattung aus. 5G-Empfang ist natürlich obligatorisch, staub- und wasserfest nach IP68 ist es auch und Stereo-Lautsprecher sind auch vorhanden. Die sind okay, aber da haben wir von Samsung und Apple schon Besseres gehört. Es gibt einen Infrarotsensor, was viele Smartphones nicht mehr haben. Ihr könnt das Teil also theoretisch als Fernbedienung für euren TV nutzen. Oh, achso, und das Teil hat einen richtigen Dual-SIM-Slot. Aber soweit zu den Standards. Wo es dann wieder deutlich interessanter wird, ist bei der Kamera. Und das ist auch nach wie vor der Bereich, in dem sich Flaggschiff-Smartphones am deutlichsten von der normalen Oberklasse unterscheiden, der bei dem Honor Magic 6 Pro echte Stärken offenbart. Aber leider auch zumindest eine Schwäche. Das Kamera-Setup besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor zum Filmen und Fotografieren. Der ist mit einer variablen Blende ausgestattet. Das kennt man auch teilweise schon von anderen Smartphones. Bei Honor heißt das, dass die Blende im Automatikmodus je nach Umgebungslicht wechselt zwischen f2.0 und f1.4.
Letzteres vor allem bei wenig Licht oder im Nachtmodus. Im Profi-Modus könnt ihr das aber natürlich manuell einstellen. Dann gibt's noch eine Ultraweitwinkeloptik, die ebenfalls mit 50 Megapixel auflöst, und ein Telezoom. Letzteres ist ausgestattet mit einem riesigen 180 Megapixel Sensor und bietet nur eine 2,5-fache optische Vergrößerung. Einen 5-fachen Zoom könnt ihr in der Kamera-App ebenfalls einstellen. Der funktioniert dann mittels Sensor-Crop, was wegen der 180 Megapixel problemlos möglich ist und qualitativ fast gleichwertig ist zu dem optischen 5-fachen Zoom von Apple, Samsung oder Google. Ihr könnt das Bild dann digital noch weiter zoomen, bis zum Vergrößerungsfaktor 100, und das schreibt Honor auch an die Kamera dran. Aber das sieht dann nicht mehr wirklich gut aus. Und es funktioniert auch nicht gut. Ihr werdet wirklich Probleme haben, bei 100-facher Zoomstufe irgendwas vernünftig zu fokussieren. Das funktioniert bei Samsung im Vergleich einfach besser. Und selbst da ist es nur ein Gimmick. Fotos sehen mit dem Honor Magic 6 Pro grundsätzlich gut aus. Da wurden wir nicht enttäuscht. Schärfe und Kontrast stimmen. Die Farbdarstellung grundsätzlich auch, wobei die Kamera speziell im HDR-Modus schon zur Übersättigung neigt. Und leider ist sie auch nicht so konsistent, wie man das von einem iPhone oder Google Pixel kennt. Schaut euch mal diese Shots vom Hamburger Rathaus an. Das ist ohne KI-Optimierung und ohne Filter fotografiert. Und es sieht aus, als wäre der Himmel hier nachträglich reingeschoppt worden. Der sah auch nicht so aus. Diesen stahlblauen Himmel gab es an dem Tag gar nicht. Der wirkt auch viel zu hell im Vergleich zu der Szene, die sich unten auf der Straße abspielt. Und auch hier an der Alster. Bombastisch blauer Himmel im Ultraweitwinkel mit der Hauptlinse mit 2,5-fachem Zoom. Und bei 5-facher Vergrößerung sieht es dann plötzlich so aus. Und so sah es wirklich aus, von der Lichtstimmung her. Hier auch. Hauptlinse und Zoomlinse mit 5-facher Vergrößerung. Direkt hintereinander fotografiert. Völlig inkonsistent in jeglicher Hinsicht. Das war eine Ausnahme. Und es ist uns nur in diesem Setting passiert. Aber es ist passiert. Videoaufnahmen funktionieren maximal in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist fein. Qualitativ kommt das Gerät im Videomodus nicht ganz an den Fotomodus heran. Bei der Farbwiedergabe, beim Kontrast und auch bei der Bildstabilisierung sind iPhone 15 Pro Max und Samsung Galaxy S24 Ultra nochmal besser. Das trifft aber aktuell auf fast alle Smartphones zu. Da kommt bislang keiner komplett dran. Dann auch noch kurz zur Selfie-Kamera. Die knipst auch mit 50 Megapixeln und die Selfies sehen toll aus. Haben aber immer so einen leicht kühlen Look. Das fällt besonders im Vergleich zum iPhone 15 Pro auf, dass da einen eher warmen Look hat. Das ist keine Bewertung, nur eine Feststellung. Okay, Fazit. Ist der Hype ums Honor Magic 6 Pro gerechtfertigt? Unserer Meinung nach ja, aber. Ja, weil Design und Verarbeitung toll sind. Ja, weil das Display zum Besten gehört, was der Markt zu bieten hat. Ja, weil die Akkulaufzeit wirklich spitze ist und echtes Schnellladen geboten wird. Ja, für die Ausstattung und Performance und Kleinigkeiten wie Dual-SIM, 3D-Gesichtserkennung und Co. Und ja, auch grundsätzlich für die Kameraqualität. Aber die Kamera war in unserem Test eben nicht so konsistent wie bei Flaggschiffen von Apple, Samsung und Google. Der 100-fache Zoom ist, selbst wenn wir beide Augen zudrücken, bestenfalls ein Gimmick. Look und Feel der Softwareoberfläche wirken wenig eigenständig und die angepriesenen KI-Features sind bislang größtenteils Marketing. Es sind für viele von euch wahrscheinlich Kleinigkeiten und deswegen steht und fällt das Ganze mit dem Preis. Die UVP des Honor Magic 6 Pro liegt mit 512 GB bei 1299 Euro. Es gab und gibt aber diverse Angebote, mit denen ihr teils mehrere hundert Euro sparen könnt. Naja, und bei um die 1000 Euro und gemessen an der Speichergröße ist das Honor Magic 6 Pro zwar alles andere als ein Schnäppchen, aber doch ziemlich attraktiv. Gepaart mit 4 Jahren Android-Updates und 5 Jahren Sicherheitspatches. Aber was sagt ihr? Ist das ein Smartphone, das euch interessiert? Ist Honor eine Marke, mit der ihr schon Erfahrung habt? Und wenn ja, welche? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Schaltet auch gerne beim nächsten Video ein. Lasst ein Like und ein Abo da. Ihr wisst's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.